Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Warum kaufen, wenn man es auch selber machen kann? Und zwar machen wir heute Senf. Ja, es ist jetzt Zeit, sich langsam aber sicher auf die Grillsaison vorzubereiten. Und was wäre da ein schöneres Mitbringsel als selbstgemachter Senf? Und der braucht auch ein bisschen. Nicht nur Vorbereitungszeit, Zubereitungszeit ist vernachlässigbar, aber um sein volles Aroma zu entfalten, muss der wirklich 2 bis 4 Wochen im Kühlschrank ordentlich durchziehen. Und deswegen mache ich den am besten, bevor die Saison anfängt, und bringe ihn dann entsprechend zum Essen mit. Vorbereitungszeit ist ein klein bisschen, und zwar 2 Stunden, aber da habt ihr gar nicht wirklich viel mit zu tun, denn alles, was ihr tun müsst, das habe ich hier für euch schon vorbereitet. Ihr nehmt 12 Esslöffel Senfkörner. Ja, die gibt es im gut sortierten Supermarkt zu kaufen, natürlich auch in der Apotheke. Ihr könnt auch variieren, das heißt, ihr nehmt 6 normale Esslöffel, also gelben Senf, und 6 braune. Das Ganze wird mit ein wenig Salz überstreut und dann mit 1 Liter kochendem Wasser aufgegossen. Ungefähr 2 bis 3 Stunden lässt man das ziehen. Dann sind die Senfkörner, so wie meine jetzt hier, schön aufgequollen. Das Wasser gießt man ab, dass man nur die Senfkörner hat. Dafür nehmen wir jetzt hier unseren Gareinsatz. So, und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Unsere Senfkörner kommen in den Mixtopf. Da oben haben sich noch ein paar festgesetzt. Jetzt sind sie alle drin. Als nächstes nehmt ihr 1 bis 2 getrocknete Chilischoten. Den Chili könnt ihr auch durch andere Kräuter ersetzen. Es gibt ja auch Kräutersenfsorten, also gibt es mit Sicherheit tolle Ideen. Vielleicht könnt ihr mir auch mal drunter schreiben in die Kommentare, was man da sonst außer Chili noch reinmachen kann. Ich habe jetzt das Rezept aus unserem Wunderkesselforum mit dem Chili rausgesucht. 35 Körner weißer Pfeffer kommen ebenfalls dazu. Dann 2 Esslöffel Chiliöl. Dann eine Prise Cayennepfeffer. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Also ich mache 3 Prisen. Etwas schwarzen Pfeffer, auch nur so eine Prise, und noch mal ein bisschen Salz dazu, ja, etwa 1/2 Teelöffel. So, das Ganze wird jetzt in unserem Kessel 30 Sekunden im Turbo bzw. beim neuen Thermomix auf Stufe 10 zerkleinert. So, Schluss. 30 Sekunden, das ist jetzt eine schöne breiige Masse. Kann man hier schon am Deckel sehen. Ja. Das machen wir natürlich raus aus dem Deckel. Und hier oben hat sich natürlich auch einiges festgesetzt. Das drücken wir jetzt runter. So, das, wow, riecht schon echt scharf. Aber wow, krass. Das riecht wirklich richtig gut. Soll ich mal probieren? Da verbrenne ich mir die Zunge, aber ich probiere jetzt mal ein ganz bisschen. Alter! Alter! Alter, geht das Bein! Herrlich! Wow. Großartig! 140, oh, sehr gut! Ja, da wird die Nase frei, Wahnsinn! Ah. 140 Gramm Weißweinessig mache ich jetzt noch rein. Holla, die Waldfee, das wird ja richtig großartig. Ich finde es super. Das ist halt so eine ganz andere Schärfe als jetzt irgendwie rein Chili oder so. Ach, das ist schon fast eher so wie Meerrettich. Ja, so ein bisschen wie Meerrettich, genau. 140 Gramm Weißweinessig, und dann wird das Ganze auf Stufe 4 100 Grad 5 Minuten aufgekocht. So, ich muss mal was trinken gehen jetzt. Oh. Es klingelt. Und es riecht total großartig.
die Schärfe von diesem Senf in Kombination mit dem Weißweinessig ist der Oberklopper. Das riecht richtig gut. Sieht auch richtig gut aus. Natürlich nicht wie der gelbe Senf aus der Tube. Aber ich frage mich manchmal, wie viel richtiger Senf ist in den Senftuben drin. Hier wissen wir genau, was drin ist. So, egal, auch wenn das jetzt 3 Wochen ziehen muss und auch wenn es warm ist, ich muss das jetzt probieren. Ich muss das jetzt probieren. Ich werde nie wieder Senf kaufen. Boah, der ist echt, also boah, richtig gut. Ohne Spaß, das zu Grillfleisch oder Bockwürstchen, was auch immer, das ist der Oberklopper. Ich finde es super, super gut. Hier für unser Senfgemüse könnte man das nehmen. Wir haben vor kurzem Senfgemüse gemacht im Thermomix, ein One-Pot-Gericht. Das war mit Chinakohl und Schweinefilet. Da hätte das richtig gut gepasst. Da haben wir extra so teuren Dijon-Senf gekauft. Der hier wird mit Sicherheit in 3-4 Wochen eine Delikatesse sein. Damit werde ich der Hit auf jeder Grillparty. Haha, endlich. Ich wünsche euch, dass ihr das nachkocht, ausprobiert, wie auch immer. Macht es zu Hause. Es lohnt sich. Ihr habt gesehen, es hat ein bisschen gedauert. Jetzt klar, 2 Stunden, da die Senfkörner einweichen. Das ist völlig egal. Das machst du nebenbei. Das waren jetzt 6 Minuten Arbeit. Ran an den Kessel. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, guten Appetit.